Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Maniac Vortex. So, wir frönen hier weiter dem nicht mehr ganz bei Sinnen sein, würde ich sagen. Gucken wir erstmal die gigantischen Schuhe an. Wenn ich ihn anfasse, bemerkt er mich vielleicht. Sein Wärter. Ob ich wohl irgendwie an die Schlüssel herankommen kann? Ey, das wär's jetzt, Leute. Die ganze Zeit unsere logischen Ausbruchsversuche. Wir verkleiden uns als Wärter, wir zerbiegen die Gitterstäbe so. Nee, die klappen alle nicht. Aber im Halbwahnsinn durch die Gänge laufen, das führt zum Ziel. Ich bin unsicher, ob mich das überraschen würde. Mal gucken. Wir können hier auf jeden Fall weitergehen. Schauen wir mal. Oh, hier ist eine Nadel. Ah, okay. Warum liegt da eine Nadel rum? Wer näht hier etwas? Ja, Thomas, nimm mal mit. Die könnte noch nützlich werden. Auf jeden Fall. Aua, die ist doch ziemlich spitz. Okay, jetzt haben wir Nadel und Faden. Da könnten wir doch tatsächlich irgendwas nähen. Aber kombinieren lassen die sich anscheinend nicht. Na gut, dann nicht. Ein Etikett, ein Schnuller soll das sein. Ich wollte gerade fragen, was das für ein weirder Pilz ist. Gucken wir erstmal das Etikett an. Kinderspielzeug steht drauf. Sind hier auch Kinder eingesperrt? Viel zu groß, um es mitzunehmen. Okay, dann nicht. Aber die Nadel ging, na wobei, die Nadel war wirklich nicht so klein, nach vorne. Okay, dann sind wir jetzt wahrscheinlich hinten. Dann gucken wir mal den Schnuller an, würde ich sagen. Der muss hier schon eine ganze Zeit rumliegen. Aber er ist definitiv benutzt. Wie eklig. Das merkt er? Ist da Sabber dran oder wie? Nein, auf keinen Fall. Nur über meine Leiche. Okay, er will den Schnuller nicht mitnehmen. Ah, so ein Kram hatte ich als kleines Kind tatsächlich auch mal. Okay, cool. Ja, den können wir jetzt natürlich hoch, wenn wir so klein sind. Dann machen wir das mal. Okay, geschafft. Es ist hier dreckig. Eine Fliege, holy shit, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Nach oben, Kranhaken und Fleck. Gucken wir erstmal den Fleck an. Da muss irgendwas vom Schreibtisch auf den Karton getropft sein. Können wir mitnehmen? Ich wüsste nicht, was mir das bringen würde. Ja, na gut, da hast du nicht ganz unrecht. Hier können wir jetzt hochklettern oder den Kranhaken hoch. Dann gehen wir erstmal den Kranhaken hoch. Ach so. Ah, okay. Never mind. Das war einfach nur wieder runter. Aha, okay. Wir sind quasi über den Kran geklettert und den Haken runter. Okay. Na, dann klettern wir jetzt mal hier nach oben. Okay. Hier ist noch anderes Nähgarn. Ein Gummiband. Und hier ist der Wärter, ne? Gucken wir erstmal den Wärter an. Ah, da ist der Schlüssel. Okay. Gut, dann, ja, fangen wir mal mit dem Stift an. Warum nicht? Der lilane farbene Stift ist riesig. Komisch, wie so etwas Alltägliches so riesig erscheinen kann, wenn man schrumpft. Ah, ist es einfach einer von den Sammelstiften? Können wir den mitnehmen? Der ist viel zu groß. Der passt nicht in meine Taschen. Verdammt, aber das ist doch einer von den Collectible-Stiften, oder? Den hätte ich schon gern. Na gut, können wir das Nähgarn mitnehmen? Der Faden sieht stabil und robust aus. Okay, wir können es abwickeln. Ah, vielleicht machen wir uns gleich, werfen wir das so rüber und dann können wir uns daran langhangeln oder so. Mal gucken. Erstmal gucken wir uns den Rest an. Zahnstocherbox zum Beispiel. Eine Packung mit Zahnstochern. Nimm mit. Sie ist mit Klebeband zugeklebt. Mit bloßen Händen bekomme ich den nicht ab. Sicher? Ach komm, selbst wenn man klein ist, das Klebeband geht doch. Na gut, dann das Gummiband. Aus dem Behälter hängt ein Gummiband raus. Das sieht noch elastisch aus. Dann nimm's mit. Mal sehen, ob ich es herausziehen kann. Tatsache. Nicht schlecht. Okay, dann probieren wir vielleicht mal die Nadel an das Nähgarn zu machen. Hat das funktioniert? Ah, okay, jetzt ein Enterhaken. Cool, na dann.
Schnippen wir den doch mal rüber, oder? Geht das? Anscheinend nicht. Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch die Zahnstocher. Können wir vielleicht mit der Nadel das so aufpieken, das Klebeband? Das könnte ich mir sogar vorstellen. Vielleicht bekomme ich das Klebeband mit der Nadel ab. Ah, Tatsache. Na dann. Der Deckel sitzt zu fest auf. Ich muss den irgendwie lösen. Uff, wie willst du denn den Deckel lösen? Mit einem Gummiband? Ne. Mit einem groben Faden? Auch nicht. Der Deckel ist noch drauf. Tja, aber weiter ist hier ja erstmal nichts, oder? Dann müssen wir wohl doch nochmal runter. Ich kann mit dem Faden im Schlepptau nicht hier herumlaufen. Ich muss den Knoten lösen. Okay, ja, das ergibt Sinn, da habe ich mit gerechnet, kein Problem. Dann gehen wir mal hier lang. So, womit könnte man denn einen Deckel lösen? Ah, können wir vielleicht den Faden sipschig machen am Schnulli? Dass er dann so nass ist? Anscheinend nicht. Das Gummiband sipschig machen? Dass es dann so schmiert. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich gucke nochmal rum, ob wir irgendwas verpasst haben. Aber ich glaube nicht. Dann gucken wir mal. Können wir eigentlich wieder zurückgehen? Nee, können wir nicht. Können wir ihm die Schnur aufknoten? Okay, er will ihn nicht anfassen. Können nicht die Schnürsenkel zusammenbinden oder so. Schade. Okay, dann müssen wir doch wieder auf den Tisch. Dann muss da noch irgendwas sein. Aber können wir hier. Nee, das mit dem Etikett, was sollen wir damit machen? Das bringt, glaube ich, alles nichts. Aber der Schnuller ist auch so seltsam spezifisch. Wisst ihr, was ich meine? So, warum ein Schnuller? Warum ein Fleck? Ich verdächtige hier irgendwas. Ich kombiniere alles mit allem. Na gut, dann nicht. Ach so, können wir vielleicht das Gummiband an die Nadel machen? Nee. Und der Faden an die Nadel haben wir schon probiert. Und das geht auch nicht. Okay, alles mit allem kombinieren ist fehlgeschlagen. Na, wie kriegen wir denn die Box auf? Können wir vielleicht das Nähgarn? Abseilen kann ich mich nicht damit. Ich muss damit was anderes machen. Ja, ist kein Problem. Ich weiß ja schon, dass du es an die Nadel machen kannst. Dann mach das mal nochmal. Und dann vielleicht die Zahnstocherbox werfen oder so. Oh! Offene Zahnstocher. Hä? Wie? Wie? Ich dachte, muss ich einfach nur einmal anklicken oder was war jetzt der Trick? Einer weniger wird wohl niemandem auffallen. Dann nimm den mal mit. So, und dann machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Wir machen einen Bogen. Ah, okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Na gut. Ich meine, war natürlich von Anfang an genau so geplant und nicht anders. Dann schießen wir mal den Wärter ab. Auf geht's. Genau getroffen. Oh, der Schlüssel ist einfach heruntergefallen. Ich sollte schnell nach unten, bevor er es bemerkt. Ah, okay, macht er von ganz alleine. Das war aber knapp. Beinahe wurde ich entdeckt. Woher sollte ich auch wissen, dass ich plötzlich anfange zu wachsen? Oder dass um mich herum alles anfängt zu schrumpfen? Aber ich habe jetzt den Schlüssel. Damit sollte ich hier herauskommen. Warte, was? Oh, da ist der Doktor. Hallo, Thomas. Die letzte Nacht war hart, habe ich gehört. Was meinst du? Wir konnten dich diese Nacht beobachten. Du hast herumgeschrien und warst sehr unruhig. Du hattest wohl einen schlechten Traum. Hattest du Nebenwirkungen von den Medikamenten? Ich habe einen sprechenden Koala gesehen. Ich war geschrumpft und alles war riesig. Oder ich habe meinen toten Freund getroffen. Ehrlich gesagt vermute ich, dass das alles ungefähr dieselbe Reaktion beim Doktor auslöst. Ich würde sagen, das in der Mitte klingt vielleicht. Das hier unten klingt vielleicht ein bisschen zu verdächtig. Wir nehmen mal das mit dem Koala. Ich habe einen sprechenden Koala gesehen.
Das kann nicht sein, Thomas. So etwas gibt es nicht. Oh, okay. Wir können ihm alles erzählen. Klar, der freundliche Herr Doktor sollte bestimmt alles über unsere Erlebnisse wissen. Ich war geschrumpft, oder alles war riesig. Du siehst aber genauso groß aus wie vorher. Okay, dann müssen wir jetzt eh alles sagen. Ich habe meinen toten Freund getroffen. Deinen toten Freund? Ich hätte nicht gedacht, dass das Medikament solche Halluzinationen auslösen kann. Hast du ihn nur gesehen oder hat er auch mit dir gesprochen? Er hat mit mir gesprochen. Es war so furchtbar real. Kein Problem. Ich habe ein neues Medikament auf deinen Plan gesetzt. Hoffen wir mal, dass diesmal keine Nebenwirkungen auftreten werden. Ich möchte das nicht. Was möchtest du nicht? Diese Medikamente nehmen. Das letzte Mal hat schon gereicht. Da kann ich leider nichts machen, Thomas. Diese Medikamente sind das Einzige, was dir mit deiner Psychose helfen kann. Und nach dem Tod deines Vormundes hat die Anstalt deine Vormundschaft übernommen. Wir haben also die Gewalt über dich. Sie haben die Gewalt über mich? Die Mutter Oberin und du? Das lasse ich nicht zu. Du bist der Letzte, der etwas dagegen unternehmen kann. Dann sage ich es dem Inspektor, wenn er mich wieder besucht. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber durch deine Verlegung hast du das Recht auf Besuch verloren. Du spinnst doch. Das kannst du nicht tun. Ich habe ein Recht auf Besuch. Nicht, wenn du eine Gefahr für dich selbst und andere bist. Und jetzt nimm deine Tabletten. Wart's ab, du wirst schon sehen. Ich bin hier schneller draußen, als sie alle gucken können. Red ruhig weiter. Das wird eh nicht passieren. Schönen Tag noch. Alles soll nur ein Traum gewesen sein? Aber wieso habe ich dann noch den Schlüssel des Wärters? Und wenn es kein Traum gewesen ist, was hat der Doktor dann gesehen? Wahrscheinlich nimmt er die Medikamente selber. Naja, es ist sein Problem, wenn er es nicht bemerkt. Ich habe auf jeden Fall keine Zeit mehr zu verlieren und werde hier jetzt verschwinden. Okay, wir gehen wieder auf Spaziergang. Mal gucken, was wir diesmal sehen. Okay, nichts. Dieser Hypnosekreis erinnert mich übrigens sehr an Woogie, falls das jemand von euch kennt. Hier ist tatsächlich nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, Thomas... Oh, ein Stift. Können wir den jetzt mitnehmen? Ich will das Collectible. Ein weiterer für die Sammlung. Ja, genau. Thomas weiß, woran ich denke. Welche Farbe hat er eigentlich? Ah, der ist schwarz. Okay. Der klassische schwarze Stift. Und den Schlüssel und den Faden haben wir auch noch. Ja, irgendwie, ich bin mir... Ah, okay, wir können einfach nur weitergehen. Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, was mit ihm gerade passiert. Ich hab... Das Spiel verwirrt mich. Das ist so eine Achterbahn. Erst dachte ich, okay, Thomas ist einfach wahnsinnig. Ganz am Anfang dachte ich, okay, Thomas ist ein Journalist. Dann kam er in die Anstalt und ich dachte, er ist wahnsinnig. Dann hat ihm die Nonne geholfen und ich dachte, okay, er ist doch nicht wahnsinnig. Und jetzt ist er... Also jetzt ist er ja wirklich... Also... Zumindest unter harten Medikamenten, ne? Daran zweifelt hier keiner. So, hier ist ein Ball. Was ist das denn für ein komischer Ball? Das sieht ein bisschen aus wie so ein eingerolltes Gürteltier oder so. Nehmen wir mal mit. Mal gucken, wie es im Inventar aussieht. Ah, nee. Aber wisst ihr, was ich meine? Das hat diese Rollen. Mal gucken. Okay, wir können weiterhin einfach nur weitergehen. Dann machen wir das. Oh! Ein Minotaurus. Okay, und ein Sockel. Linkes Tor, mittleres Tor, rechtes Tor. Erstmal den Sockel angucken. Wo kommt der Sockel hier plötzlich her? Hat er etwas mit dem Rätsel zu tun? Okay, wir kriegen also gleich ein Rätsel. Mal gucken, was sagt denn der Minotaurus? Was machst du denn hier? Hast du einen Hinweis für mich oder ich muss das Rätsel lösen? Ah, der Thomas weiß schon, dass es ein Rätsel gibt. Okay.
Was machst du denn hier? Fangen wir mal damit an. Ich bewache dieses Labyrinth. Ich lasse nur diejenigen durch, die sich als würdig erweisen. Und was passiert mit denen, die sich nicht als würdig erweisen? Die Unwürdigen müssen auf ewig hier verbleiben. Hoffentlich bin ich würdig genug. Okay, hast du einen Hinweis für mich? Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dich auf die Probe stellen. Okay, danke. Dann ich muss das Rätsel lösen. Viel Erfolg. Okay, wir können. Pff, dann gehe ich einfach mal durchs Link und guck, was passiert. Oh! Schilder. Okay, können wir. Wir können nicht wieder zurück. Verdammt. Okay, was ist denn hier auf dem Schild? Vielleicht haben diese Bilder etwas auf den Schildern etwas mit dem Rätsel zu tun. Vielleicht. Okay, da sagt er dasselbe. Und anfangen können wir nicht. Also wir haben hier einen Totenkopf, hier haben wir einen. Sieht ein bisschen aus wie der Sockel und eine Schatztruhe. Ich will nicht durch den Totenkopf gehen. Ich gehe mal zur Schatztruhe. Warum nicht? Die Zeit ist gekommen, dass du dich mir gegenüber als würdig erweisen musst. Ich stelle dir ein Rätsel. Die Lösung dieses Rätsels wird dir zeigen, welche Pforte dich zu deinem Ziel führt. Bist du bereit? Ja, alles klar. Wer trinkt etwas, was er nicht selber besitzt? Und hätte er es, würde er es nicht trinken. Okay, wer trinkt etwas, das er nicht selber besitzt und hätte er es, würde er es nicht trinken. Das ist jetzt das Rätsel. Heißt es, die beiden Tore vorher waren einfach nur for funsies? Wofür war dann der Sockel gut? Okay, wir haben hier eine Mücke, die trinkt etwas. Nein, die trinkt Blut. Aber Mücken haben auch Blut in sich, oder? Also. Doch, natürlich. Mücken haben auch Blut. Die trinken nur auch welches. Also würde ich sagen, Mücke ist falsch. Das ist ein Typ, der einen Sack trägt. Das hat nichts mit Trinken zu tun. Und das sieht aus wie ein Frosch. Aber es könnte. Seht ihr diese Zähne? Es könnte ein Vampirfrosch sein. Also würde ich sagen, ich nehme den Vampirfrosch. Mal schauen. Oh, wie? Wie kann es sein, dass ich wieder hier bin? Ich habe es doch durch das Labyrinth geschafft, oder nicht? Was für ein Labyrinth, Thomas? Was? Wovon sprechen Sie? Ich weiß schon, dass. Also, du weißt schon, dass wir alles hören, was du sagst, und alles sehen, was du tust, oder? Und du hast gerade von einem Labyrinth gesprochen. Hattest du wieder Nebenwirkungen von den Medikamenten? Das werde ich Ihnen ganz bestimmt nicht sagen. Das wirst du. Wir müssen wissen, was die Medikamente machen mit denen, die sie einnehmen. Das heißt, dass ihr gar nicht wisst, was die Medikamente mit einem machen? Das hat dich gar nichts anzugehen, was wir wissen und was nicht. Da werden hier Menschenversuche gemacht. Du musst nur das einnehmen, was wir dir geben. Dann wird dein Aufenthalt hier weitaus entspannter. Nur über meine Leiche. Ich lasse mich von Ihnen doch nicht unter Drogen setzen, wovon Sie nicht einmal wissen, was Sie mit mir machen. Ich denke, du hast keine andere Wahl. Oder möchtest du hier rauskommen? Achso, oder wie möchtest du hier rauskommen? Ich finde schon einen Weg. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass hier jemand ausbricht. Und das wissen Sie ganz genau. Genau das ist auch der Grund, warum ich hier in dieser Zelle bin. Damit ihr mich unter Kontrolle habt. Und die Medikamente bekomme ich, um mich gefügig zu machen. Die Medikamente haben dir wohl den Verstand geraubt. So ein Unsinn. Wir verwahren dich in dieser Zelle, damit du nicht den anderen Patienten weiter schadest. Ich soll anderen schaden? Dein Verhalten seit deiner Einweisung war einzig und allein eine Gefahr für alle anderen Patienten. Seit dem ersten Tag hatten wir noch nie so viele Unfälle, Verletzungen und andere Zwischenfälle. Das ist doch nicht alles durch mich passiert. Naja,
Ihre Patienten sind alle geistig nicht ganz richtig. Da war es doch nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert. Hier war alles ruhig, bis du gekommen bist. Jeder Tag ist gleich abgelaufen. Nicht die geringste Abweichung. Und dann kamst du hinein und hast alles durcheinander gebracht. Das ist völlig normal, wenn sich etwas ändert, nachdem alles immer gleich war. Nein, hier nicht. Jeder bekam zur selben Zeit seine Medikamente. Jeder hat zur selben Zeit gesessen, ist aufgestanden oder zu Bett gegangen. Das war auch so, als andere neue Patienten gekommen sind. Doch nach deinem ersten Tag, an dem du die Patienten kennengelernt hast, wollten sie plötzlich die Medikamente nicht mehr nehmen und alles ging den Bach herunter. Das lag an den Pillen und nicht an mir. Wieso solltest du davon eine Ahnung haben? Du bist doch nur ein kleiner, unbedeutender Reporter vom örtlichen Blatt. Nichts Bedeutendes. Warten Sie nur. Das wird sich alles ändern. Wenn ich meinen Bericht über das Geschehene veröffentliche, dann bin ich nicht mehr unbedeutend. Und diese Anstalt bekommt eine neue Leitung. Dafür musst du erst einmal herauskommen. Ich sehe aber, dass wir uns hier nur im Kreis drehen. Nimm einfach deine neuen Medikamente. Dann werden wir dir helfen und haben mit Sicherheit keine Nebenwirkungen. Und denke mal daran, dass ich dich immer im Auge habe und alles mitbekomme, was du gerade tust. Ich bin doch kein Versuchskaninchen. Die können ihre Pillen selber nehmen. Aber vielleicht hat sie recht und ich bin der Auslöser für das ganze Chaos hier. Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es liegt doch nur an den Drogen, die sie den Patienten geben. Kein Wunder, dass sie durchdrehen, wenn sie mit Drogen ruhig gestellt werden und sie dann nicht mehr nehmen wollen. Ich muss das beenden. Niemand sollte gegen seinen Willen unter Drogen gesetzt werden, nur damit man ruhig ist. Das kann ich aber nur ändern, wenn ich hier nicht mehr eingesperrt bin. Also auf ein neues. Ich muss hier schnell raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ich sollte die ganze Zeit in Bewegung bleiben, bis ich hier raus bin. Warte mal, Thomas, ich wollte mich hier umsehen. Da lag ein Stift! Da war doch mit Sicherheit etwas hinter mir. Ich konnte nicht erkennen, was es ist. Aber ich möchte es lieber nicht herausfinden. Ah, jetzt können wir wieder zurück, bitte? Dankeschön, ich will den Stift mitnehmen. Liegen hier auch überall rum. Okay, den weißen Stift haben wir diesmal. Weiß, das Weiß wird langsam gelb. Okay. Okay, gerade eine Errungenschaft gekriegt. Oh, ich bin schon zu lange hier drin. Er kommt immer näher. Oder es kommt immer näher. Ich muss weiter. Oh, okay. Können wir das Bild angucken? Der arme Poet. Ein Ölgemälde von 1839. Es wurde vom deutschen Künstler Karl Spitzweg gemalt. Okay. Es wird schon einen Grund haben, warum sie das Bild an die Wand gehängt haben. Okay. Ich habe gerade eine Errungenschaft gekriegt, der Kollektor. Ich glaube, das war dafür, dass ich alle Stifte habe. Oh, er ist schon wieder zu lange hier drin. Okay. Ah, okay, wir sind wieder hier. Na dann, Schraubenzieher. Der Schraubenzieher sieht noch sehr neu aus. Ungewöhnlich für diese Anstalt. Nimm mit. Der wird mir bestimmt noch helfen. Ja, glaube ich auch. Okay, den Hammer auch. Warum sind die anderen Werkzeuge in so einem guten Zustand? Und der Hammer sieht aus, als würde er beim ersten Schlag kaputt gehen. Wahrscheinlich, weil wir ihn nur einmal gebrauchen können. Aber na gut, dann nimm mir mit.
Ich glaube nicht, dass ich den Hammer gebrauchen kann. Oh, okay. Dann nimm nicht mit. Dann nimm die Pfeile mit. Das Werkzeug ist in einem echt guten Zustand. Schadet ja nicht. Genau, nimm mit. Was haben wir hier noch? Schraubzwinge. Eine Schraubzwinge. Ich möchte mir nicht in die Finger klemmen. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ah, er ist wieder zu lange hier drin. Er muss wieder gehen. Also jedenfalls, ich habe eine Errungenschaft gekriegt dafür, dass ich alle Stifte habe. Und ich glaube, ich habe eine Errungenschaft gekriegt dafür, dass ich alle Bilder angeguckt habe. Das heißt, ich weiß nicht, geht das Spiel bald zu Ende? Der Stuhl sieht sehr instabil aus. Wenn ich den anfassen würde, würde er wahrscheinlich auseinanderfallen. Was ist das denn für ein Stuhl? Fass mal an. Okay, nein, will er nicht. Tatsächlich, das Bein hat sich nicht einmal gewehrt. Ach, wir haben ein Stuhlbein. Oh, okay, er muss wieder kurz den Raum wechseln. Schon klar, mach mal, kein Problem. Das mit dem Stuhlbein erinnert mich aber hart an Edna bricht aus, ne? Also das kaputte Stuhlbein war ein sehr wichtiges Item da. So, okay, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ja, du sollst ja auch gehen. Okay, dann müssen wir uns hier weiter umgucken. Die Schraubenschlüssel. Damit kannst du jegliche Ausführung von Schrauben festdrehen. Nimm mal mit. Okay, er braucht keinen Schraubenschlüssel. Na gut. Magst du den Besen? Den Besen gibt's nicht. Den Ofen gibt's noch. Ofenklappe. Damit soll die Anstalt geheizt werden? Kein Wunder, dass es so kalt war. Kannst du die Ofenklappe öffnen? Die Klappe ist fest verschraubt. Ich meine, hier gibt's Schraubenzieher, ne? Er muss wieder den Raum wechseln. Okay, dann können wir einfach wieder zurück. Aber haben wir... Wir haben einen Schraubenzieher, okay. Na dann, mach mal, schraub mal auf. Ist da was drin? Ein Metallstück. Was für ein Metallstück ist das denn? Ein Stück Eisen. Die Form kommt mir bekannt vor. Das müssen wir gleich nochmal angucken. Er hat irgendwas gesagt von wegen... Okay, die Form kommt ihm bekannt vor. Können wir das auf das Stuhlbein packen? Nee, können wir das feilen? Mit der Hand kann ich das nicht schleifen. Er muss weiter. Thomas ist echt ruhelos. Gut, dass wir im mittleren Raum mehr Zeit haben. Also weil es da so viel zu tun gibt. Vielleicht können wir mit dem Stuhlbein im Ofen mal Feuer machen. Wir müssen erstmal durch diese Tür, da waren wir nämlich noch nicht. Die Tür ist verschlossen. Ah, okay. Ich muss sie irgendwie aufbekommen. Naja, ich habe nicht viel Zeit, sonst bekommt mich das Monster. Mist, ich brauche schnell eine Lösung. Ich meine, wir haben noch einen Schlüssel. Wie wäre es damit? Okay, nein, anscheinend nicht. Die Form kommt ihm bekannt vor. Es kommt näher, er muss weiter. Mann, Thomas, du nervst. Okay, vielleicht können wir das Stück Eisen in die Schraubzwinge klemmen und können es jetzt feilen. Dann wollen wir das Ding mal schärfen. Ach, wir machen eine Axt. Scharfes Stück Eisen. Wir machen eine Axt, glaube ich. Kommen wir jetzt gleich so hier ist Chucky-mäßig durch die Tür? Wir hauen jetzt echt die Tür ein? Ja, wir haben eine Axt. Okay, na dann. Let's go, würde ich sagen. Wir nehmen den brutalen Weg. Es kommt immer näher. Ich muss weiter. Was? Nein, nicht durch die Tür. Du sollst doch die andere Tür einhauen. Mit der Axt. Wenn ich damit zuschlage, fliegt die Klinge dabei ab. Ah, wir haben es noch nicht festgemacht. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Ball, einen Faden. Können wir den Ball mit der Axt? Faden mit der Axt? Faden mit der Axt! Ah, jetzt ist es festgebunden. Okay, ich verstehe. Es kommt immer näher, er muss weiter. Ja, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür. Und jetzt können wir wahrscheinlich mit der Axt die Tür einhauen. So, Axt mit Tür. Let's go. Hier ist Chucky. Oder hier ist Thomas. Ah, oh, Kornfeld. Pflöcke. Jetzt muss ich aber weiter. Ich will nicht geschnappt werden. Ich kann wieder spüren, dass es näher kommt. Na dann, ab ins Kornfeld. Warum nicht? Oh. Ich drücke übrigens nichts, er läuft von alleine. Jetzt bin ich so weit weg von der Anstalt.
aber es sitzt mir immer noch im Nacken. Ich muss es irgendwie schnappen. Ah, wir bauen jetzt eine Falle. Eine Falle stellen oder sowas. Ja, genau, das dachte ich mir. Wir können auf jeden Fall die Liane angucken. Vom Baum hängt eine Liane herunter. Dabei sind wir gar nicht im Urwald. Sie ist zu stabil. Ich kann sie nicht durchreißen. Aber wir haben ja eine Axt dabei. Das sollte ja nicht so schwer sein. Sehr gut. Und jetzt mitnehmen. Okay, und dann haben wir, was ist hier? Schmaler Durchgang. Ah, da müssen wir bestimmt die Falle stellen. Okay, dann... Ja, weiß nicht. Flöcke in den Boden? Seil dazwischen? Macht er eine Stolperfalle einfach? Wenn es in die Falle tappt, stürze ich mich darauf. Dann werden wir ja sehen, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht der Clown. Ich sollte mich irgendwo verstecken. Nicht, dass es noch misstrauisch wird. Okay, wir verstecken uns. Oh. Thomas, lass sofort die Mutter Oberin los. Was? Hä? Wo bin ich? Ich war doch schon draußen. Wieso bin ich plötzlich wieder hier drin? Das kann ich dir nicht sagen, Thomas. Aber ich habe dich hier so aufgefunden. Wieso sind sie überhaupt hier? Ich bin hier, um die Mutter Oberin festzunehmen. Sie wollen sie verhaften? Heißt das, dass ich hier wieder rauskomme? Ganz genau. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf so einige brisante Informationen gestoßen. Wie kommen Sie hier rein? Haben Sie das Geheimnis lüften können? Haben Sie den Mörder meines Freundes gefunden? So viele Fragen und ich bin so geschockt. Wir haben... Also wir haben es irgendwie in unserem Wahn tatsächlich an den Schlüssel geschafft und tatsächlich rausgeschafft und haben jetzt quasi die Oberin als Verfolger niedergehauen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich meine, klar, nicht an so unsere Pläne waren so mega realistisch, aber zum Beispiel das mit den Wärteruniformen habe ich mehr geglaubt als das. Was soll das denn? Wir haben es jetzt wirklich in kompletten Wahn geschafft, irgendwie auszubrechen? Oder ist es immer noch eine Vision? Ich bin super verwirrt. Wir stellen erstmal alle Fragen. Wie kommen Sie hier herein? Durch die Vordertür. Okay, das ging schnell. Haben Sie das Geheimnis lüften können? Was für ein Geheimnis? Ich bin auf so einige Geheimnisse gestoßen. Haben Sie den Mörder meines Freundes gefunden? Das stimmt, ist mir auch sehr wichtig. Den habe ich auf jeden Fall. Er müsste bereits auf der Wache sein. Okay, haben Sie herausgefunden, dass hier ein Ausbruch und ein Mord vertuscht wurde? Ich habe sogar die Hintergründe dieses Ausbruchs aufdecken können. Jetzt wirklich? Ich bin auch überrascht. Ja, und sie werden dir nicht gefallen. Wieso das? Es betrifft dich indirekt. Mich indirekt? Das ist so lange her. Damals war ich doch noch ein Kind oder so. Das waren nicht seine Eltern, oder? Durch meine Ermittlungen habe ich erfahren, dass sie hier in dieser Anstalt Medikamente an den Patienten testen. Ja, das wussten wir jetzt auch irgendwie. Ich wusste es doch. Alle Nebenwirkungen in den letzten Tagen. Die Willenlosigkeit von den anderen Patienten. Diese Skrupellosigkeit von mir. Und Henry. Henry? Du meinst den Sohn von der Mutter Oberin? Den Sohn? Niemals. Doch, dein Mitinsasse Henry ist der Sohn der Mutter Oberin und dem Doktor in der Klinik. Ach, der Doktor und die Oberin? Seit seiner Geburt ist er in dieser Anstalt. Sie haben versucht, die Geburt damit zu vertuschen. Er war der erste Patient, an dem die Medikamente getestet wurden. An ihrem eigenen Kind? Wie krank! Ewig sollte man diese Monster wegsperren. Aber was habe ich jetzt damit zu tun? Dazu wollte ich gerade kommen. Der Auslöser des Ausbruchs waren die Medikamententests.
Die Nebenwirkungen der zu diesem Zeitpunkt getesteten Pillen waren anscheinend so stark, dass der Patient durchgedreht ist und aus der Klinik ausgebrochen ist und dabei die Nonne umgebracht hat. Und wer war dieser Patient? Henry. Was, Henry? Er war das? Wie kann man seinem eigenen Kind nur so etwas antun? Henry war aber nie offiziell als Insasse gelistet. Seine Existenz wurde nach außen hin geleugnet. Niemand durfte davon erfahren. Deswegen wurde auch niemals von diesem Ausbruch berichtet. Das Geheimnis des Kindes und der Tests hätte die Anstalt ruiniert. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich damit zu tun haben sollte. Die Geschichte ist etwas komplexer. Du musst dich noch etwas gedulden. Henry war nach seinem Ausbruch schnell wieder eingefangen und wieder in der Anstalt eingesperrt. Die Tests wurden natürlich nicht gestoppt. Er wurde in seine spezielle Zelle gesteckt, aus der er nicht ausbrechen konnte. Die Zelle, in der ich als letztes war. Wahrscheinlich. Während der Tests hat sich ein Medikament herauskristallisiert. Von dem Medikament wurden die Insassen willenlos und haben jede Aufgabe befolgt. Sie wurden also zu perfekten Sklaven. Dieses Medikament wurde auch Henry verabreicht. Er wurde also dazu genutzt, um einige Aufgaben für die Mutteroberin und den Doktor zu machen. Nach deiner fälschlichen Einweisung, oder sollte ich Gefangennahme sagen? Auf jeden Fall danach bekam Henry seine vorerst letzte Aufgabe. Die Aufgabe, deinen besten Freund zu beseitigen. Um die Aufmerksamkeit auf einen Serienmörder zu lenken, wurde er verkleidet. Damit hatte man deinen Vormund aus dem Weg geschafft, und da du keine andere Bezugsperson mehr hattest, konnte die Anstalt die Vormundschaft für dich übernehmen. Was denn? Die Mutteroberin und der Doktor haben einen Mord an meinem einzigen Freund befohlen? Es scheint so. Diese Monster, ich fasse es nicht. Wieso? Anscheinend ist diesen Menschen deren Ruf und der Ruf der Anstalt wichtiger als das Leben anderer. Bitte sperren Sie diese Menschen auf ewig weg. Genau dafür bin ich hier. Vielen Dank nochmal, dass Sie mir hier herausgeholfen haben. Kein Problem, Thomas. Das ist mein Beruf. Und was wirst du jetzt tun mit deiner neu gewonnenen Freiheit? Ich werde erstmal nach Hause fahren und mich in Ruhe ausschlafen. Mir hat da drin wirklich eine richtige Matratze gefehlt. Und danach werde ich mich an meinen Bericht setzen. Das, was in dieser schrecklichen Einrichtung passiert ist, muss ans Licht kommen. Jeder muss es erfahren. Wie haben Sie das alles eigentlich herausgefunden? Das muss ja eine Heidenarbeit gewesen sein. Ach, Thomas, das erzähle ich dir ein andern Mal. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das Spiel ist vorbei. Alles klar. Wow, ich bin sehr beeindruckt. Story Programming Art Pascal Kalituron. Wow, das sind ja nur richtig wenig Leute. Die Musik noch von jemandem? Niklas Simon Kranz. Tester, besonderes Dankeschön. Wow, okay. Also das Spiel war echt cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht. Am Ende wurde halt alles erklärt. Okay. Da sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, wow, ich weiß nicht. Okay, also der Clown am Anfang waren wir als Henry quasi. Als Henry, der den Auftrag hatte, die umzubringen. Alles klar, nicht schlecht. Also ich fand das Spiel super gut.
Ich habe gesehen, ich glaube, die Entwickler arbeiten auch schon an einem zweiten Game, auch aus demselben Universum. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, auch euch hat das Spiel gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr fandet, was ihr denkt, was ihr zu der Auflösung fandet. Ich muss sagen, ich weiß, das Ende war jetzt sehr verwirrend. Ich frage mich, wie wir das geschafft haben. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, ja, quasi klar und bei Bewusstsein die Sachen gesehen. Aber ich meine, es war jetzt eigentlich ziemlich klar. Also dieser Verfolger am letzten Tag war halt die Nonne. Aber wie sind wir an den Schlüssel gekommen? Und warum hat sich der Doktor so für unseren toten Freund interessiert? Na, vielleicht, weil er ja wusste, dass er schuld an dem Tod ist, ne? Und ich meine, dann haben die noch die Nonne umgebracht und so. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht. Ich war halt auch... ich war die ganze Zeit unsicher, jetzt, vor allem am Ende, was ist Einbildung und was nicht. Aber anscheinend war Thomas wirklich einfach die ganze Zeit klar bei Sinn. Und hatte halt nur diese Medikamentenprobleme, die da getestet haben. Aber warum hat das Medikament an uns nicht gewirkt? Auf jeden Fall fand ich das Spiel sehr, sehr cool. Die Auflösung hat mir auch gefallen. Ich hoffe, falls es den nächsten Teil gibt, dass da noch ein bisschen mehr beleuchtet wird. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Let's Play-Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Holt euch das Spiel gerne selber. Gebt auf jeden Fall Unterstützung an die Leute von Weizen Gaming. Vielen Dank nochmal für den Key. Es hat mir wirklich gefallen. Und ich würde sagen, bis dann.